Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit The Bass, Folge Nummer 2, und ich habe ein bisschen umdisponiert. Ich dachte mir, es ist doch sinnvoller, wenn wir die TXL direkt mal in der zweiten Folge wieder zurückfahren, weil dann haben wir da so einen Faden, so ein bisschen. Ich werde einsteigen, diesen Gelenkbus, den wir diesmal fahren, vorbereiten. Das heißt, wir werden auch wieder einen Kurs eintragen. Und ich habe noch eine siebte Folge geplant, oder eine siebte und eine achte Folge, in der ich euch was zeigen möchte, was ich entdeckt habe, was ich ganz cool finde. Und die Karre, ey, nur um starten. Nur mal daran gewöhnen, dass ich beim MAN immer so lange drücken muss, bis der Motor angeht. So, jetzt müssen wir das Abblendlicht anmachen. Diesmal fahren wir im Dunkeln. So, die Klimaanlage noch ein, vordere Türe zu. Und wir haben heute den Viertürigen mit dabei. Mal gucken, wo der unser erster Halt überhaupt ist. Ist das schon der? Ja, tatsächlich, wir bleiben hier erstmal stehen. Dann mache ich die Schatten gerade mal wieder auf. Dann steige ich nochmal aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir abfahren sollen. Und dann mache ich hier erstmal ein hübsches, cleanes Thumbnail. Am besten so, dass man den Otto Lilienthal da oben aussieht. Jetzt, wie kann ich jetzt Navigation ausblenden? Yep. Dann machen wir hier so, dass man beides gut erkennt, wo ich hier stehe. Und dann haben wir noch ein hübsches kleines Thumbnail mit dem Gelenkbus drauf. Dann machen wir die Navigation mal wieder an. Und dann würde ich sagen, rein in den Hobel. Wir setzen uns wieder hin. Und diesmal müssen wir das Kabinenlicht sogar noch anmachen. Oh ja, so ist besser. Sehr gut. Beides an. Wunderbar. Können wir uns nochmal angucken hier. Sehr schön, oder? Hier ein bisschen dunkel, aber das kenne ich auch aus den Gelenkbussen in der Realität so. So, da sind wir nun. Und wir können losdüsen, sagt er. Alles klar. Bremspedal. Gang rein. Leertaste, Bremse lösen. Ab geht's. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren, weil ich jetzt das Gelenk hinten mit dran habe. Das heißt, wir müssen jetzt mal dran denken, dass wir ein bisschen länger sind. 18 Meter haben wir insgesamt auf dem Bus. Damit noch nicht der längste Gelenkbus, den wir in Deutschland haben. Ich glaube, der längste, den wir haben, der fährt in Hamburg. Aber diesen Dreifachgelenkbus, den gibt es ja in Hamburg nicht mehr. Da müssen wir ja schon abbiegen, oder? Wollten wir hier schon abbiegen, ist natürlich jetzt die Frage. Also, dass wir jetzt die Spur wechseln, aber ich glaube fast nein. So, Buchholzweg, unser erster Halt. Ah nö, ist ja super, dass ich auf der Spur geblieben bin. So, jetzt sieht man natürlich im Dunkeln nicht mehr ganz so viel. Aber wir wollten ja mal alle Wetterlagen durchgehen. Da gehört Dunkel gehört natürlich auch als Wetterlage dazu. Ich würde jetzt versuchen, tatsächlich schon rüber abzubiegen, weil wir nachher hinten auch links abbiegen müssen. Da bin ich zumindest schon mal auf der linken Spur. Das passt dann soweit schon mal. Dann brauche ich mich nachher nicht mehr einsortieren. Wenn ja eh Platz ist, warum nicht direkt einsortieren? Uiuiui. So. Ich liebe das ja mit dem Gelenkbus fahren. Wir direkt mal 2 Kilometer fahren. Ich weiß gar nicht, wie wir das in 3 Minuten schaffen sollen. Bei dem Verkehr, der hier selbst abends um 22 Uhr ist. Telefon aus. Hier wird nicht telefoniert. In meinem Bus. Oh, das ist auch ein Abbieger, ja. Genau, das war ja was. Wir müssen ja gucken, dass wir auf die äußere Spur kommen beim Abbiegen. Und dann düsen wir erstmal los. Weil es hier grün wird. Ich hoffe übrigens, ich bin gut zu verstehen. Ich habe ja mal an der Mikrofoneinstellung noch mal ein bisschen rumgefeilt, weil ja der eine oder andere gesagt hat, ich würde mich teilweise so ein bisschen übersteuert anhören. Ich hoffe, das ist besser geworden. Unbedingt mal eine Rutschmatte kaufen, damit mein
Pedal nicht immer hier auf dem Laminat wegrutscht. Ich stehe mit dem einen Fuß immer auf der Klappe und mit dem anderen drücke ich dann Gas und Bremse. Mal ein bisschen Blinker machen, damit sie überhaupt wissen, wo wir hin wollen. Aber wir sind ja auf einer Abbiegerspur, da ist das eigentlich auch egal. Ja, da wäre ich dreimal drüber gefahren, da vorne, ne? Ja. Wir warten nochmal. Ah, guck mal, er gibt uns Vorfahrt. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bedanke mich. Und er nimmt uns die Vorfahrt. Alles klar. Hast du das Dreieck nicht gesehen, Kollege, ne? Ja, ja. So kennen wir das. So, den Bus schauen wir uns natürlich wieder zum Schluss in aller Ruhe an. Erstmal müssen wir die Zeit hier versuchen einzuhalten. Wir müssen ja den Bus nachher eh dann am Alexanderplatz wegstellen. Also nicht direkt wegstellen. Mach mal sachte hier, Kollege. Also nicht direkt wegstellen, sondern wir müssen ja den Bus dann zum Betriebs... Also da ist ja so ein Betriebshalt, wo der Busfahrer dann seine Pause macht. Da müssen wir das Ding dann hinstellen. Wir sind jetzt schon verspätet. Das ist gar nicht so einfach. Aber das ist in Stadt normal, ne? Also das ist... Da ist Bus wirklich das unflexibelste Verkehrsmittel, was es gibt. Weil wir... Also der Bus ist halt wirklich immer auf den Verkehr angewiesen. Je nachdem, wie der läuft, sind wir halt entweder fix unterwegs oder eher nicht so fix. So, da ist der Nächste, der uns die Vorfahrt klaut. So, dass ich mir den Gelenkbus jetzt natürlich für die Nachtfahrt ausgesucht habe, ist natürlich jetzt eher nicht so ideal. Aber das kriege ich schon hin. Oh, die Bushaltestelle, die hasse ich von der Seite. Eieiei. Weil da müssen wir gleich auf eine einspurige rüberwechseln. Die Bushaltestelle ist aber vor diesem einspurigen Bereich. Das heißt, wir müssen gleich die Spur, auf der wir jetzt sind, müssen wir nachher dann abkreuzen. Würde man jetzt im Eisenbahn-Jargon sagen. Da ist nämlich die Bushaltestelle, wir müssen aber gleich darüber. So, dann kommen sie mal alle rein hier. In die gute Stube. Oh, ordentlich was los hier. Und die erste Dame möchte eine Fahrkarte haben. Eine AB-Einzelfahrkarte. Die kriegst du doch von mir. Gar kein Problem. Zack, bumm. Bitteschön. Und du möchtest eine ABC haben. Einzelfahrschein? Ne, 24-Stunden-Fahrschein sogar. Was kostet der überhaupt? 10 Euro. Die haben wir doch. Dankeschön. So. Dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Aber der Gelenkbus braucht immer ewig lange, bis der... Uiui. Das ist jetzt das, was ich sagte. Das ist hier unheimlich schwer, hier rauszukommen. Mal hinter dem gehen wir mit. Jawohl. Und hinten immer schön ans Gelenk denken, lieber Rama, ne? Dass wir dann keinen Fußweg mitschleppen. So, 2 Kilometer bis zur Beuselstraße. Das wird wohl auch nichts mit pünktlich. Aber mal gucken, ob wir nachher wieder pünktlich irgendwo ankommen. Ich glaube, das ist auch so eine Macke von so einem Lokführer mit diesem pünktlich fahren. Was natürlich direkt mal auffällt, ist, dass die der KI-Verkehr genauso dicht ist wie in der ersten Folge, wo wir mittags gefahren sind.
Ja, das hätte jetzt nicht Not getan. Wollte er mich gerade rammen, der Abschleppwagen? So, macht er sich seine Kunden selber oder was? Meine Güte. Ich glaube, wir sind auf der Abbiegung. Ne, das ist die Busspur, ist schon richtig. Ja, ich kenne mich hier noch nicht hundertprozentig aus, ne? Bin noch am Üben mit Berlin. So, und da ist die Beuselstraße. Und auch wieder Verkehr ohne Ende. Ich glaube, es ist Samstag. Ne, morgen ist ja Feiertag, ne? Wir gehen alle Party machen. Und ich muss Bus fahren. Also wirklich, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair von euch. So, eine Fahrkarte. ABC Einzelfahrschein. Zack, bumm. Und 1,20 Euro zurück. Bitteschön. Und dann war es dann auch schon wieder. Und wir bleiben auf der Busspur, die wir immer noch haben hier. Jetzt müssen wir doch rüber. Sonst sind wir nämlich gleich auf der Abbiegerspur. So, es gibt hier so ein automatisches Ding irgendwie. Das ist das Kabinenlicht, automatisches Kabinenlicht. Also jetzt jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, sollte jetzt eigentlich das Kabinenlicht hier vorne angehen. Glaube ich zumindest. Oben kurz meine Lieblingskamera anmachen. Wenn wir eh gerade hier stehen. Hat es sie noch nicht. Am Gelenkbus sind ein paar mehr Kamera verbaut. Das sehen wir noch nicht. Müssen wir gleich nochmal weitermachen. So. Turmstraße. Uiuiuiui. Hier wird es wieder ungünstig geparkt für mich. So, sehr verehrte Fahrgäste, in meinem Bus ist heute mit Geruchsbelästigung zu rechnen. Ist schon wieder einer am Telefonieren. Habe ich da vorhin nicht was zu gesagt, Freunde? Ich finde das immer unhöflich, in Bussen oder Bahnen zu telefonieren. Ich wirke da auch immer alle ab. Wenn ich im Bus oder Bahn sitze und ich werde angerufen, dann sage ich immer, du, ich sitze gerade in der S-Bahn, ich ruf dich zurück, wenn ich raus bin da. Jetzt bringen wir nochmal die Kamera hier oben. Jetzt habe ich doch die Kamera, die ich haben wollte. So. Also die Lichtimpression finde ich hier total schön gemacht. Da wisst ihr ja, da bin ich ein riesen Fan von Nachtbeleuchtung, wenn die vernünftig gemacht ist. Ich sag nur Trains in World, Taranta Rampe und Nahverkehr Dresden. Mein Nahverkehr Dresden fast schon besser ist. Uiuiui. Wieso plötzlich bremsen da vorne? Da haben wir eine Abbiegerspur. Die Ampel ist eh rot. Ja, ja, so ist das. Als Busfahrer haben wir schon 3 Minuten Verspätung. Aber das gehört dazu. Oh, das sind beides Abbiegerspuren. Ah, okay, alles klar. So, schön weit raus. Unsere Bushaltestelle ist ja direkt hier. Das war doch zu weit raus, aber an die Bushaltestelle kommen wir ran. Ohne Probleme. So. Guten Abend. Kommen Sie rein in den gelb-schwarzen Partybus.
So, 3,80 Euro. Eine ABC-Einzelfahrkarte willst du haben. Das passt. Dankeschön. Schönen Abend Ihnen. So, Sie möchten auch eine ABC, aber Sie kriegen noch 20 Cent zurück. Und Ihr Ticket natürlich nicht vergessen. Ganz wichtig, ne? Und dann haben wir nochmal ABC. Du kriegst 1,20 Euro zurück. Und natürlich auch dein Ticket. Bitte. Hauen Sie rein. Da kommen wir direkt raus hier. Kein Verkehr. Von hinten, ah, dieses Bus aufpumpen, das dauert bei dem Gelenkbus ewig lange. Kostet auch jedes Mal Sekunden. Achso, ich muss da rüber, sag das doch. Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Wenn ich die Linie oder die, wenn man die Linie ein paar Mal gefahren ist, dann geht das, denke ich. So, da sind wir nun. Natürlich die Frage zur zweiten Folge, ob wir Update-Videos machen von sämtlichen Downloads, Updates oder Patches, die es gibt, oder ob ich tatsächlich nur die mache, wo es auch wirklich neuen Inhalt gibt. Weil ich denke mal, die, wo neue Inhalt sind, das ist halt. Ich glaube, das ist eher so mein Stil, oder? Was meint ihr? Denn eure Meinung ist mir immer wichtig bei dem Content, den ich erstelle. Und schon wieder rot. Aber Verspätung wird immer mehr. Vielleicht können wir nachher rund um die Charité ein bisschen aufholen. U-Bahnhof Turmstraße. Oh ja, hier. Hat es in der letzten Folge auch geruckelt. Ich glaube, da kommt das Spiel mit den Bäumen nicht so richtig klar. Uiuiui, hier müssen wir vorsichtig machen. Schön weit ausholen. Schön spät einlenken. Gucken, dass wir den Arsch hinten rumkriegen. Das passt doch aber alles, oder? Wunderbar. Noch nicht mal die Bahnsteigkante in der Nähe von der Bahnsteigkante gewesen. Also so. Ich könnte anfangen, glaube ich, bei der BVG zu fahren. Aber da würde von euch wahrscheinlich keiner mehr einsteigen, wenn ihr sehen würdet, dass der Rama da vorne dran hängt und ein Bus fährt. Da blinken wir schon mal. Ampel ist rot geworden, also die Fußgängerampel. Dann dürfte es jetzt ja für uns losgehen. Irgendwann. Ampel kaputt. Jetzt geht's los. So. Mal auf den vor uns noch achten, wo der hin will. Der will geradeaus und dann können wir schön gemütlich sanft um die Ecke fahren. Hat doch wieder wunderbar geklappt. Hintern wieder sauber rumgezogen da hinten. Sofern ich das in dem Spiegel sehe. Und dann wollen wir hier die nächsten Fahrgäste aufsammeln. Wenn dort überhaupt welche rein wollen. So. Keiner rein, keiner raus. Alles klar. Da kommt noch einer. Und dann ziehen wir raus. Mal gucken, ob ich den LKW jetzt wegziehe. Ampel ist sichtbar. Ich muss immer die Bremse ganz durchdrücken, damit die Haltebremse rangeht. Ich drücke die immer nur so halb durch. Also das seht ihr hier unten am Navi. Ich zeig's mal kurz. Da unten seht ihr das immer. Wenn ich jetzt mal so kurz Gas gebe, dann geht die Haltebremse weg. Und dann geht die auch, wenn ich bremse, wieder rein. Oh, jetzt muss ich mich auf dem LKW neben uns verlassen. Wenn der losfährt, dann dürfen wir auch losfahren. Nämlich die Ampel jetzt nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich sie wieder. Okay, alles klar. So. Und los geht's. Jetzt zieh weg, zieh, zieh! So muss das sein, so stelle ich mir das vor. Das muss so ein MAN, so ein Scania auch können. MAN sage ich ja schon. Ich sage immer MAN, ich bin da so dran gewöhnt. So, der Hauptbahnhof ist der nächste halt, 2 Kilometer.
Aber wir haben freie Bahn. Vielleicht können wir jetzt mal eine oder andere Minute aufholen. 2 Minuten haben wir aktuell. Aber wir müssen auch noch 2 Kilometer fahren. Und wieder rot. Ups, wieso habe ich jetzt Scheibenwischer angemacht? Okay, der Knopf gedrückt hier. Mal einen Meter vor. Ja, so wird das nichts mit der Pünktlichkeit. Das gibt nachher wieder Abzüge bei der Pause. Uiui, du blockierst noch schön die Kreuzung. Aber da komme ich vorbei, ist kein Problem. Uiui. Ganz schön am Schwanken die Karre. Liegt aber eher an meinem Fahrstil als an dem Bus selber. Hauptbahnhof. Könnte eigentlich hier Automarkenraten machen. Oh, ich muss auch rüber, ne? Also mich schon mal drüben versuchen einzufädeln. Ach, guck mal, er lässt mich rein. Das ist sehr freundlich. Er lässt mich nicht rein. Ja, dann fahr doch, du Ochse! Siehst du meinen Blinker nicht? Ich habe einen Sticker hinten auf dem Bus. Meine Jüte, ey. Dein Kennzeichen will ich mal sehen. Kommst bestimmt aus Pinneberg. Nee, ist Berliner. Auch noch eine Besonderheit übrigens an dem Spiel, dass wir hier verschiedene Kennzeichen haben. Also aus verschiedenen Städtchen und Ländern, Bundesländern. Und tatsächlich auch die TÜV-Sticker und so, die passen immer, ne? Oder die Zulassungssticker. Da hinten, ne, seht ihr, das, der kommt aus Thüringen. Was haben wir hier? Noch ein Berliner. Ey, P ist doch... Ist das Thüringen oder ist das Brandenburg? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also das ist schon sehr detailverliebt. Das war aber schon in der Ursprungsversion. Also in der allerersten Version war das schon mit den Kennzeichen so. Ja, fahr nur Klappstuhl. Da vorne. Bin ich aggressiv. So, schön rumziehen hier. 2 Spuren haben wir ab hier. Und dann geht das weiter. 700 Meter noch bis zum Hauptbahnhof. Und wir haben eine Busspur. Und einen Blinker noch an. Ich hoffe, die Busspur zieht sich jetzt bis zum Hauptbahnhof durch. Natürlich nicht. Und wir müssen geradeaus weiter, ne? Genau. So, also gehen wir mal... Oh, hier dürfen, wir dürfen hier geradeaus. So. Mini Flauschi ist in der Haus. Hallo. Aufgeregt. Weil die Gigi heute kommt. So, fahren wir weiter. Dauert noch ein bisschen. So, jetzt sind wir am Hauptbahnhof. Schmeißen wir die Herrschaft mal raus hier. Oh, jetzt haben wir fast schon 10 Minuten Verspätung. Gibt's ja gar nicht. Aber ich fahre halt nur so schnell, wie ich kann, ne? Kann ja auch nicht mit 60 durch die Stadt ballern. Da kriegt der Busfahrer genauso Ärger. Eine grüne Welle kennen die hier nicht, ne?
So, hier ist natürlich wieder die Hölle los am Hauptbahnhof. So gehört sich das aber auch für den Hauptbahnhof. So, da sind wir. Alle rein, alles raus. Bitte keine Fahrkarten kaufen. Ich muss schnell los. Heute ist hier... Ah, war ja klar. Aber ein Einzelfahrschein, den machen wir eben schnell. Ah, geh weiter. Hä? Wollte gerade sagen, ey. Kaufst ein Ticket und steigst wieder aus. Ochse. Das wär's ja gewesen jetzt. So, gehen wir hier direkt rüber. Stehen wir ganz vorne an der Ampel. Blink aus. Und los geht's. Invalidenpark. Unser nächster Halt. Boah, schön mit 50 hier über den Huggel ballern. Invalidenpark. I believe I can fly. Oh, hier wird es ja mal interessant, wenn die Straßenbahn dann irgendwann mal kommt. Achso, da ist die Bushaltestelle. Okay, alles klar. Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Und da stehen sie auch wieder in Massen. Guten Tag. Dann kommen sie rein. Und wieder Fahrkarten verkaufen. Ja, AB Einzel... Den 24-Stunden-Fahrschein. So, 3,80 hast du mir gegeben. Bitteschön. Nächste bitte. Einzelfahrschein ABC. Und 20 zurück. So, Sie möchten ein AB haben. Haben es sogar passend. Und nimm mal das Handy weg, wenn du mit Menschen sprichst da hinten dran, ne? Das geht so nicht. Wir sind hier zivilisiert. So, jetzt haben wir schon 10 Minuten Verspätung. Hier auch wieder schön tief in die Kreuzung reinfahren, schön spät einlenken, rum das Ganze hier und gucken, dass wir hinten mit dem Hintern rumkommen. Das passt soweit alles wunderbar. So muss das sein. Robert Koch Platz. Mal kurz gucken. Steigen welche aus? Einsteigen will keiner, oder was? Dann würde ich sagen, geht's weiter. So, Charité. Jetzt will ich aber... Verspätung auf, aber auch nur, weil ich rase gerade. Oh, hier haben wir wieder Fahrgäste. Das Aufpumpen, das kostet auch jedes Mal Zeit. Wahnsinn. Rase schon wieder. So, wenn die Geschäfte hier immer noch so sind, wie sie sind, dann kann ich beruhigt nach Berlin fahren und ich weiß, wo ich einen Lidl und alles finde.
Na Wahnsinn. Noch weiterhin 30 hier. Marschallbrücke. So, Ampel werde grün. Hokus Pokus. Fiedelbus. Funktioniert. Hallo, fahr. So, jetzt haben wir nur noch 8 Minuten nach aktuellem Stand, aber die Verspätung, die hole ich im Leben nicht mehr rein. Wobei gleich auf der Linden oder unter den Linden habe ich ja eine Busspur. Da kann ich relativ fix am Verkehr vorbeifahren, sofern die Ampel natürlich mitspielen. Das ist ja, ganz wichtig. Und dann Vollgas, 50 ab hier. Aber auch hier wieder keine Fahrkarten. Ja, natürlich. Einzelfahrschein, AB, passend. Ansteig ein und weg. Kommt dich auf, du Bus. Macht da schon Lichthupe. Die Ampeln, die meinen das nicht so gut mit uns hier in Berlin. Ah, es geht. Jetzt diesmal mussten wir nicht so lange warten. Man biegt alles ab hier. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Und die nächste Ampel, weil es so schön ist. Jetzt haben wir eine Busspur. Da fahren wir auch direkt drauf. Einfach einsteigen. Sehr freundlich. Ich bin gerade am überlegen, ob es hier ein Update gab, weil die Baustelle hier von dem U-Bahnhof, der hier gebaut wurde, die ist ja fertig. Und ich meine, die wäre am Anfang im Spiel noch mit drin gewesen, jetzt nicht mehr. Das werden wir aber gleich am Schloss auch nochmal sehen. Weil die Baustelle ist, glaube ich, auch fertig inzwischen, ne? Unter den Linden, Friedrichstraße. So, ganz leicht sehe ich die Ampel.
und frustrierend. Na, schalt um. So, ihr wollt nochmal mit? Dann kommen sie rein. Meine Fahrkarten finde ich sehr gut. Dass sich meine Kamera jetzt oben wieder verstellt. Ah, okay, alles klar. War, weil ich die Türen bedient habe. Gut, nächstes Ziel. Die Staatsoper. Oh, was machst du denn da? Hast du mich nicht gesehen? Ein bisschen langsamer machen. Damit wir den Hintern hinten rumkriegen. Ah, die Baustelle vom Schloss ist anscheinend noch da. Uiuiui, jetzt geht das nochmal richtig rund hier zum Abschluss. Aber nur eine Fahrkarte. Oh, wenn ich jetzt kontrollieren würde, würde ich gar nicht wissen, wie viel Schwarzfahrer ich habe hier. Gut. Und die E-Scooter haben sie ja sogar mit drin. Habt ihr das gerade gesehen? Ah, das ist, es ist so viel, es ist so geil, wie viel Liebe zum Detail hier teilweise in dem Spiel verbaut wurde. Also wenn sie selbst die E-Scooter da reinhauen. Spandauer Straße, Marienkirche. Ah, die Busspuren sind schon was Schönes. Ich weiß schon, warum Städte die bauen. Habe ich schon wieder einen Scheibenwisch aus Versehen angemacht. Muss man vielleicht die Knöpfe nochmal austauschen. Ist doch bequemer, wenn ich auf der anderen Achse den Seitenblick habe. So, dann haben wir jetzt eigentlich 8 Minuten immer noch Verspätung. Also die Pause wird gleich gekürzt werden. So, ein letztes Mal. Ich glaube, die letzte Haltestelle, die ist dann jetzt gleich auch der Alexanderplatz. Und dann stellen wir den Bus noch auf den Betriebsplatz ab und dann gucken wir uns den nochmal in aller Ruhe an, unseren Gelenkbus. Alexanderplatz, Memhardstraße. Ne, ist noch nicht unsere Endstation. Alexander, S-U-Bahn-Station Alexanderplatz ist unsere letzte Haltestelle. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Oh, doch. Okay, ist doch die Endstation, anscheinend. Wieder eine Nachricht hier bekommen, wer schreibt denn? Achso, Facebook. Nichts Interessantes. Und gleich auf diesem Betriebsplatz da zu fahren, das ist gar nicht so einfach. Da muss man sich so ein bisschen durchmogeln. Weil es da auch keine Vorrangschaltung gibt für den Bus.
So, dann steigen Sie mal aus. Endstation. So, wir gehen jetzt nochmal auf die TXL. Da müssen wir nämlich einmal auf den Betriebsparkplatz fahren. 23 Uhr sollen wir überhaupt mal abfahren. Okay, den hätten wir vielleicht noch mit einbauen können als Endpunkt der Linie. Also wir müssen jetzt einmal ganz rüber. Vorsicht hinten mit dem Gelenk. Und dann müssen wir jetzt hier abbiegen. Das ist ein bisschen tricky. Habe ich beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe, auch nicht so richtig den Weg gefunden. Inzwischen weiß ich es ja zum Glück. So, in der nächsten Folge gehen wir auf den 200er und da fahren wir auch vom Betriebsbahnhof los. Damit ihr den Betriebshof auch mal gesehen habt. Und dann nehmen wir für die Hinfahrt den 12 Meter Scania. Gehen wir doch noch mal ganz schön lange hier an der Ampel. Gucken, ob wir da noch mal rüberkommen. Die Ampelschaltung reicht für uns. Also das ist eigentlich ein Pfeil da oben, oder? Dann dürfte ja eigentlich kein Verkehr kreuzen. Ja, du hältst jetzt natürlich an, ne? Ja, das war ja klar. Hättest du nicht einfach mal Gas geben können? Mit deinem GTI. Dann brauchst du kein GTI, du Ochs. Müssen wir noch mal eine Ampelphase warten. Das ist nicht gut für mich, dass ich hier irgendwelche Spiele spiele, wo ich was lenken muss. So, eine ganze Ampelphase noch warten. Und wir sollen eigentlich in 7 Minuten schon wieder fahren, also das mit Pause ist hier tatsächlich nicht so. Da steht auch da, Betriebshaltestelle Alexanderplatz ist die Ankunft um 23 Uhr. Das heißt, wir müssen da ja noch nicht zum Alexanderplatz vorfahren. Nämlich auch eine sehr schöne Funktion, die ich zu lieben gelernt habe mit diesen Betriebsparkplätzen, die sie hier mit eingebaut haben. Ja, fahr. So, wir biegen ab. Wir müssen hier ganz, ganz weit rüber. Weil da unser Betriebsbahnhof ist. Also hier fahren wir jetzt rauf. So, und dann haben wir da eine Busampel, die jetzt umschaltet. Da, und dann können wir hier rüber abkreuzen. Wir weit ausholen. Wir haben hinten wieder den langen Bobbis mit dabei. Und dann sind wir angekommen. An unserem Betriebshaltepunkt. So. So, dann schauen wir uns mal in aller Ruhe den Bus an. Also, wir haben hier einen Gelenkbus. Von dem Aufbau her ist das hier relativ gleich. Wir haben ein paar mehr Knöpfe, weil wir auch ein paar mehr Türen haben. Und ja, dann, ja, Polsterung, ne, dasselbe. Und das Gelenk. Ja, ich habe leider keine Taschenlampe. Man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Gelenk sein soll. Ist das sogar in 3D animiert. Sehr gut. Da gibt es Bussimulatoren, die das nicht ganz so gut hinkriegen. Dann mal von außen. Auch hier wieder Texturen. Wunderbar. Ne? Oh, guckt euch das mal an. Das sind ja Top-Texturen. Hinten auch wieder unser Schild. TXL. L hinten drauf. Mit unserer Matrix. Und jetzt gucken wir uns das Gelenk mal kurz nochmal im hier von außen an. Also selbst von außen ist das als 3D-Modell. Da oben sieht man es ganz gut. Ja, sehr schön. Also da auf jeden Fall auch ein sehr schönes Modell geliefert bekommen. Wollte ich eigentlich mal gucken, wann sollen wir jetzt eigentlich beim Alexanderplatz sein? Ich würde jetzt eigentlich am liebsten nochmal die Zeit laufen lassen, aber wir können die Zeit auch hier vorspulen, bis wir losfahren sollen. Machen wir mal die Türen zu und dann fahren wir gerade nochmal zum Alexplatz.
Dann würde mich jetzt mal interessieren, ob der jetzt, ob das jetzt da schon mit reinzählt oder nicht. Was sagt er denn hier unten? Erstmal sagt er gar nichts. So, jetzt können wir los. Gucken wir mal. Können wir hier losfahren, was er uns jetzt sagt. So, er lädt das Navi neu nach. Ey, wir sollten um 23 Uhr tatsächlich schon abfahren. In der Bemhardstraße. Okay, das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Da hätte man nochmal als Haltepunkt dazwischen legen müssen. Aber, naja, ich würde sagen, die Linie 100 haben wir damit abgehakt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Linie 200. Wenn ihr da wieder mit dabei sein wollt, dann denkt doch einfach dran, den Kanal zu abonnieren. Teilt das Video in den sozialen Netzwerken, lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch tatsächlich nichts mehr. Und Discord, Link in der Videobeschreibung, wie immer, Kommentare von mir persönlich beantwortet. Und eure Meinung möchte ich zum Spiel immer noch haben. Also haut rein. In dem Sinne, schönen Abend. Ciao.